きなり情報量が多すぎて耳から脳汁浮き出しちゃうよ。6年前に3人を殺した犯人だよ。あなたを許すのは事件を全て解決できた時よ。大丈夫、すぐに戻ってくるから。怪しいかどうかはともかくとして、少なくともニルバーナ構想に関する何かは知ってるはず。Hallo und willkommen zurück zu The Somnium Files 2, wo wir uns in Amames Somnium befinden, zum zweiten Mal. Und wir sollen zuerst mal mit ihr reden. Oh, die Musik. Amame da. Amame, Nirvana Kōsō nizuite shitteiru koto wo oshiete kurenai ka? Amame, kannst du mir verraten, was du über die Nirvana-Initiative weißt? Ich weiß nicht. Ich weiß gar nichts. Die gleiche Antwort wirkt verdächtig. Nach der Information, die wir von Tama erhalten haben, muss sie etwas wissen. Möchtest du ihr den Beweis zeigen? Das könnte eine Reaktion bewirken. Mame-chan ni nanika shōkō wo tsukitsukete miyō. Ja, zeigen wir ihr doch mal einen Beweis. Derzeit hat Amame ein Geheimnis, was sie aber mit einer Lüge verdeckt. Wenn die versteckte Wahrheit enthüllt wird, fällt der Schleier der Lügen in sich zusammen. Könnten noch mal mit ihr reden, aber eigentlich muss ich doch erstmal Dinge tun, oder? Ich muss mal eben auf die Map gucken, ob ich hier irgendetwas tun kann. Wenn der Fernseher oder die beiden Fernseher sind so verdächtig. Aber gut, wir reden mal noch mal mit ihr. Amame da. この前日のシンクでの甘めの言葉はどうだろう。Wie wär's denn damit, was Amame in dem gestrigen Psync gesagt hat? Nochmal die Hinweise. Also Geräusche können Hinweise sein, im Zweifelsfall immer die rechte Antwort wählen. Dann diese Wundengeschichte. Und achso, was Amame im gestrigen Psync sagte. Okay, bestätigen wir mal die Details. Das sind die Informationen, die Ryuki im gestrigen Psync von Amame erhalten hat. Nirvana Collected Genozid. やっぱりどう考えてもニルバーナ構想のことを言ってるよね. Sie muss über die Nirvana-Initiative reden. この証拠を甘めに突きつけてみよう. Ja, wir können ihr das zeigen. Okay. Jedes Mal vergeht Zeit, wenn wir Show auswählen. Und wenn die dann die Beweise vorlegen, wird halt die Zeit von unserem Konto abgezogen. Look lässt keine Zeit vergehen. Also wir können uns die Beweise erstmal in Ruhe angucken und dann überlegen, welche wir ihr denn zeigen. Also ein bisschen Detektivspiel, was da reingekommen ist. Ein bisschen anderes Gameplay als sonst. Aber das gefällt mir ganz gut, wenn es da ein bisschen Abwechslung gibt. So, und jetzt könnte ich... Aha. Was beweist, dass Amame was verbirgt? Ich... Mach einfach mal Look.
Also die Musik würde das auch meiner Meinung nach verraten. Aber wir sollten ja das nehmen, ne? Amame wa kino Nirvana atsumerarete minna shinu to itte tasu. Amame. Gestern erwähntest du Nirvana collected Genozid. Yume no naka de no koto da ga. Auch wenn es in einem Traum war. Kore wa Nirvana kousou no koto daro. Hast du doch damit von der Nirvana Initiative geredet oder etwa nicht? Sore wa netto no uwasa de. Das war nur ein Gerücht aus dem Internet. Aha, welche Webseite genau? Sie sagt nichts mehr. Ich würde sie gerne noch weiter befragen. Aber ich glaube, wir haben nichts, mit dessen Hilfe wir noch mehr aus ihr rauskriegen. Ja, dann gucken wir uns doch mal woanders um. Wenn es nach Tama geht, müssen wir nach etwas suchen, was mit Geräusch zu tun hat, etwas, was beschädigt ist, und etwas, wo nur die rechte Seite ist. Okay, Geräusch kann natürlich auch der Fernseher sein, aber ich habe diesen Walkman gesehen. Oder Kassettotepo. Hey, das ist doch das gleiche Modell, was Mame immer hat. Im Zweifelsfall ist das Rechte das Richtige, oder? Machen wir mal fast forward. Sterben. 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 Das ist gruselig. Kannst du das bitte schnell ausmachen? Wer war das denn? Wessen Stimme war denn das? Das war zu verzerrt, um das sagen zu können. Jedenfalls hatte dieser Beweis was mit Geräuschen zu tun. Probieren wir den nochmal. Was, dieser Walkman? Ja, der könnte eine Gelegenheit bieten. Sonst kann man nichts auswählen auf die Fernseher halt, ne? Hä? Achso, sorry, falscher Knopf. Warte, da hinten an der Tür ist noch was. Ich will mir das mal angucken. Was das ist. Ein Foto eines Tiefseefisches. Oh, wir haben mal zwei Timey. Ich mach mal ein Foto. Achso, wir machen kein Foto, sondern wir nehmen das Foto. Aber wir sollten das nicht tun. Mizuki, nokori 5 Minuten kitta wa. Okay, wir reden erstmal wieder mit Amame. Geht nicht. Hä? Kann ich den jetzt mitnehmen? Walkman da. Show Evidence. Achso, das müssen wir machen.
So, welche Informationen bekommen wir denn aus dem Walkman? Ja, die Information aus dem Geräusch. Das ist Mames Stimme gewesen gerade. Das Geräusch war zwar verzerrt am Anfang, aber ich konnte ein paar Geräusche, ein paar Worte verstehen. Oh, ist verschwunden. Ja, wir haben den Beweis erhalten, sollte jetzt passen. Es ist also keine Information, die sie aus dem Internet hatte. Also zeigen wir es wieder Amame. Welche Beweise haben wir, die zeigen, dass Amame von der Nirvana-Initiative weiß? Das, was wir jetzt gerade gefunden haben. Und das, was sie gestern im Zünd gesagt hat. Amame war Nirvana-Kosso-Hanashio. Amame, du musst von irgendjemandem von der Nirvana-Initiative gehört haben. Wir haben schon eine Ahnung, wer das gewesen sein könnte, aber lassen wir das erstmal beiseite. Jedenfalls konntest du einfach nicht vergessen, was du gehört hast. In deinem Traum gestern sagtest du... Nirvana, atzumerarete, minna shinu. Amame, kotaete kure. Also antworte mir. Nirvana koso to wa nan nan da? Was ist die Nirvana-Initiative? Shiranai. Weiß es nicht. Ja, die Nahtstelle zwischen Warp und Weft. Dort kann die Naht aufgehen. So, was hat Nikes damit zu tun, müssen wir jetzt rausfinden. Hör auf! Ich weiß doch überhaupt nichts. Das ist Amames defensive Reaktion. Sie möchte wirklich etwas verstecken. Aber es scheint durchdringbar zu sein. Durchlässig. Wir sind einen Schritt näher gekommen. Wir sollten weiter evaluieren, wie sie auf die Informationen reagiert. Hey, schau mal, hier hat sich viel verändert. Wir suchen nach etwas, was mit Geräusch zu tun hat. Etwas, was beschädigt ist und etwas, was von unten die rechte Seite da ist. Elephant Trinket. Hä, warum sind das zwei? Das sieht nur so verschwommen aus, ne?
Da ist was Beschädigtes. Es ist zerrissen, aber ich kann sehen, dass es ein okkultes Magazin war. Das war vorher noch nicht hier. Aber warum ist das so zerrissen? Sollen wir es zusammensetzen? Ja, würde ich jetzt einfach mal machen. Ah, guck mal an. Ein Buch über die Lehren von Nikes. Mame-chan, Nikes to tsunagari ga atta tte koto. Hm, Mame, hast du irgendwelche Verbindungen mit Nikes? Ich habe online davon gelesen. Nein, das ist nicht möglich. Diese Information gibt es online nicht. Mame-chan ga usu o tsuite ru tte koto. Lügt Amame? Ja. Sore ni shitemo, doushite okkulto zashi ga kyouten ni kawatta n daro? Ich frage mich, warum dieses okkulte Magazin sich in dieses Buch verwandelt hat. Koko wa sou iu sekai nano kamoshiren. Das liegt wahrscheinlich am Somnium. Dore mo kore mo karisome no sugata de shinjitsu o oi kakushiteiru to kana? Alles hat einen falschen Anschein. Es verbirgt seine wahre Identität. Karisome no sugata ka? Ein falscher Anschein. Mizuki, kono kyouten, migi gawa dake ga shutsugen shita you ni mienai ka? Hey, warte mal, Mizuki, sieht dieses Buch nicht so aus, als wäre es einfach nur die rechte Seite? Ha, moshikashite shouko ga tsukaeru? Oh, können wir das als Beweis nutzen? Also die Entwickler machen es einem wirklich sehr einfach, dass man mit der Nase draufgestoßen wird. Aber sonst würde man das Somnium wahrscheinlich auch 4-5 Mal machen. Ab einem bestimmten Zeitpunkt hatte Amame wiederkehrende Träume. Also jetzt muss ich nicht zu Amame gehen, sondern das hier wieder nehmen. So, wir bekommen die Lehren von Nikes aus dem Buch. Nein, das nicht. Oh, das Right Side Secret hätte ich nehmen müssen, ne? もう半分の左側は見えないけど。 Ich bin neugierig, wie sie das Buch gesehen hat. Ja, sorry, war mein Fehler. これが真実の姿。 Das ist die Wahrheit? そのようだ。 Ja, sieht so aus. この人形は Nikes の主催室に置かれていたもの。それをアマメが知っているということは。 Diese Puppe war die, die im Präsidentenbüro von Nikes stand. Wenn Amame die gekannt hat. Mame-chan,主催室に行ったことが? Mame, warst du mal im Büro der Präsidentin? どうなんだ, Amame? Nun? よくイリスちゃんとも話してたでしょ? Ich habe immer mit Iris drüber geredet. Die Geheimgesellschaft von Nikes. Da war ich neugierig, also bin ich einfach mal hingegangen. Das bedeutet also, dass Amame durch Tokiko von der Nirvana-Initiative erfahren haben könnte. Vielleicht war das so verrückt für sie, dass es ihr Angst machte und sie das verbergen wollte. Naja, wenn das wirklich der Grund wäre, dann hätte sie es uns bis jetzt doch schon erzählen können.
Ja, das stimmt. Es muss einen anderen Grund geben, warum sie es uns nicht verraten kann. Naja, ist ja gut. Also dieser Elefant macht mich schon neugierig. Aber die Person auch. Wer ist das? Diese Person ist verdächtig. Ja, aber wer ist das? Wir reden mal mit der Person. Boah, ich muss den Timing nutzen. Ich kriege auf jeden Fall irgendeinen wieder. Ja, komm, wir reden. Wer bist du? Simulation. Sag mir deinen Namen. Simulation. Er antwortet nicht, was? Vielleicht ist dieses Individuum ein Anhänger von Nikes. Ja, das war jetzt blöd. Kann ich... Mit Amame kann ich nicht reden, ne? Gucken wir uns den mal an. Das ist eine Elefantenfigur. Amamis persönlicher Besitz. Ja, wir streicheln mal den Kopf. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Ja, toll. Das hat mich trotzdem ganz viele Sekunden gekostet. Aber was soll ich denn sonst tun? Ich probiere jetzt das andere auch nochmal. Jetzt haben wir wieder ein Timey. Ja, war auch blöd. Aber dann bleiben doch nur noch die... Oder beziehungsweise nur der Fernseher bleibt noch, der eine. Oder bei ihm könnte ich was anderes noch machen. Anstatt mit ihm zu reden, könnte ich sagen, ihn untersuchen. Tja. Ich weiß nicht, ich geh mal zu dem Fernseher. Da ist nichts auf dem Bildschirm. Ja, dann schalten wir ihn mal ein. Das sind Bilder aus dem Studio Divider. Ein leeres Studio ist irgendwie gruselig. Ich glaube nicht, dass es hier wertvolle Informationen gibt. Tja, dann. Ich rede doch mal mit ihm. Also, ich untersuche ihn mal. Gibt es etwas Hervorstechendes, wodurch wir sehen können, wer es ist? So wie das aussieht. Gibt's doch gar nicht. Dann nehme ich jetzt hier einfach mal den Beweis. Ich bin schon so verzweifelt.
Ich sage jetzt einfach mal Show Evidence. Ja, was sind das für Beweise? Nikes Lehren, weil es eine weil es sagt, es ist eine Simulation. Und wer könnte diese Person sein? Würde ich sagen, das hier? Hast du den Mörder gesehen, Terra? Nein, das natürlich nicht. War völlig falsch. Wir kommen auf so eine blöde Idee. Ganz klar. Der Grund, warum Ryuki überhaupt in Mame gezüngt ist, ist, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass Amame Terra gesehen hat, als sie Komijis Leiche gesehen hat. Genau. Ja, aber deshalb dachte ich, aber es war halt falsch gedacht. Also nehmen wir die Glaspuppe. Ist richtig, ich weiß aber nicht warum. Amame war omae to sesshoku shi, omae ni kankei no aru mono wo muishiki ka de nori ni kizanda. Amame kam mit dir in Kontakt und hat unterbewusst Informationen abgespeichert, die mit dir zusammenhängen. Kono somnium sekai ni garasu daiku no ningyou ga arawareta no wa Amame ga omae no heya ni itta kara. Der Grund, warum Amame oder warum diese Puppe hier in dem Somnium aufgetaucht ist, ist, weil Amame in dein Zimmer kam oder in dein Büro. Und der Grund, warum wir Nikes Lehren hier fanden, ist, weil sie dir begegnet ist. Und dadurch kann ich dir jetzt einen Namen geben, nämlich Tokiko Shigure. Ich hoffe, ich muss mir das nicht aufschreiben. Es ist Tokiko. Und ich muss es mir vielleicht doch besser aufschreiben. Warte mal, ich habe jetzt gerade keinen Stift zur Hand da. Über den. 4-9-0-1-0-95. Wir sollten sie mal fragen, welche Beziehung sie mit Amame hat. Genau, zeigen wir ihr den Beweis. Ja, Amame hatte wiederkehrende Träume, die Menschen, was geschah und die Muster waren alle gleich. Oder beziehungsweise ähnlich. So, was sind die Beweise, die zeigen, dass Amame und Tokiko miteinander in Verbindung standen? Die Lehren von Nikes. Die Glaspuppe. Und die der Keycode. Amame, omae wa Nikes no kyōten wo mita koto ga aru na? Amame, hast du ein Buch von Nikes Lehren gesehen? Are wa Nikes no shisetsu ni shika nai mono da. Diese existieren doch bloß in der Einrichtung von Nikes. Sara ni wareta garasu daiku no ningyou. Und die zerbrochene Glaspuppe? Are wa Nikes no shusai. Shigure no heya ni atta mono de ari. Die war im Büro der Präsidentin, Tokiko. Sono Shigure shika shiranai hazu no anshou bangou wo nazeka omae wa shitteita. Und du kanntest den Zugangscode. Den kennt sonst nur Tokiko.
しぐれと何があった？すべて話してくれ、アマメ。Was ist zwischen dir und Tokiko vorgefallen? Erzähl mir mal alles, Amame. それは。すべて見させてもらいましたよ。Ich habe alles gesehen. もしも言うことを聞かなければ、わかりますね。Wenn du nicht das tust, was ich sage, ich glaube, du weißt genau, wo das dann hinführt. Ich kann nicht davonlaufen. Ich muss es tun. Bedroht von Tokiko. Bei einer Frage ohne Antwort gibt es kein richtig oder falsch. Ja, Harina. Amame war Shigure ni odosarete itanda. Wusste ich's doch. Amame wurde von Tokiko bedroht. Yamete! Hör auf! Nani mo shiranai! Shiranai! Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nichts. Shigure o yatta no wa. Warte mal, Tokiko wurde doch umgebracht. Was willst du damit sagen? Mame würde sowas nie tun. Ja, man kann den Leuten immer nur vor den Kopf schauen. Obwohl, in diesem Spiel stimmt das ja nicht. Wir können den Leuten ja schon in den Kopf gucken. Machen wir jetzt ja gerade. Ja, Tokiko hatte so eine Art Druckmittel gegen Amame. Irgendein Geheimnis. Um sie ruhig zu stellen, das wäre ein Motiv. Nein. Ja, aber wenn es jetzt so wäre, Tokiko hat Amame bedroht und Amame hat dann Tokiko umgebracht, dann müsste Amame doch jetzt nicht mehr schweigen. Ja, okay, sie müsste doch schweigen, weil sie verheimlichen will, dass sie Tokiko umgebracht hat, aber sie müsste eigentlich nicht wegen der Nirvana-Initiative schweigen. Naja, eine Sache noch. Data hat das ja auch im Ender-Haushalt geklärt, also als wir bei den Enders zu Hause waren. Amame hat nämlich ein Motiv, auch Terror zu töten. Denn Amames Vater wurde durch Terror getötet. Andes Komeji. Ja. So, da haben wir wieder einen Fernseher. Ne, oder hinter dem Fernseher? Oh, da ist was. Frey to Free. Oh, hier in dem Leichensack. Da ist etwas, was nur die rechte Seite hat. Oder nur die linke? Ich weiß es nicht. Ich muss mir angucken. So wurde er gefunden. Sein Leichnam in dem Sack. Ich muss ihn öffnen. やはりコメジか。ヨネハロエンダ。父親のむごい姿を目の当たりにしたんだ。アマメのショックは大きかっただろう。Sie hat den verstümmelten Körper ihres eigenen Vaters gesehen. Es muss ihre Grundfesten, muss sie auf die Grundfesten erschüttert haben. 当時はかなり不安定になってたよ。誰の声も耳に入らない感じで。Ja, sie stand total neben sich. Ich erinnere mich noch gut daran. Völlig weggetreten, als ob sie gar nicht da wäre. 仕方ないよね。忘れたくても忘れられないよこんな光景。Aber das kann man ja auch erwarten. Es ist ja nicht eine Sache, die man einfach so vergisst. そうだな。この遺体発見当時のことについても
Wir haben ja von Tama Informationen bekommen, wann die Leiche gefunden wurde. Ja, zeigen wir das, den Beweis mal. So, wieder mal Zweier bekommen. Muss ich erstmal loswerden. Dieser QR-Code ist von vor 6 Jahren. Ja, es ist das Schild, was in Jinfuros Leichnam steckte. Dieser QR-Code führt zu dem ViewCube-Video. Und er war verlinkt mit dem QR-Video. Ist auch so teuer, das Schild jetzt zu lesen. Ich muss es jetzt machen. Wir müssen das Somnium eh nochmal machen. Ich habe so viel Mist gebaut. Frey to free. 意訳すると解放のための戦いとなる. Frey to free. Vielleicht meint das einen Kampf für die Freiheit. だが下脱のためのという意味も込められていたのかもな. Free könnte sich auch durchaus auf das Moksha beziehen. Mizuki. Jetzt habe ich schon wieder mal Zweier bekommen. Das ist einfach so lästig mit diesen mal Zweiern. Das Outfit. Immer noch dieser Fernseher hier. Na okay, wir zeigen den Beweis der Leiche. So, welchen Beweis bekommen wir davon? Mal im Look. Wenn wir etwas Beschädigtes finden, die Leiche könnte man als beschädigt bezeichnen. Es könnte aber auch das Right Side Secret sein. Nee, okay, das war's nicht. Das Reizzeit-Secret ist natürlich auch nicht. Mizuki, denkst du überhaupt mal nach? Ja, mach ich. Aber ich sehe hier bei den Clues nichts. Das ist jetzt richtig. Jetzt ist das komischerweise richtig, wo es für mich überhaupt keinen Sinn ergibt. Terras Eisenmaske. Vor 6 Jahren im Studio habe ich sie gesehen. Ich habe versucht, Ryukis Fesseln zu lösen und... Dann kam die Person rein. Sie... Keine Ahnung, was sie tat. Ich bin weggelaufen, aber sie hat mich erwischt. Das nächste, was ich dann sah, war eine auf mich gerichtete Waffe. Genau wie Ryuki vermutete, hatte Amame Kontakt mit Terra, Uru. Zu diesem Zeitpunkt wusste sie wohl noch nicht, was in diesem Leichensack war. Nämlich Komejis Leichnam. Aber als Ryuki wieder zu Bewusstsein kam, da sah es Amame und... Da wurde ihr dann plötzlich klar, dass der Mann mit der eisernen Maske, den sie eben noch gesehen hatte, die Person sein musste,
die ihren Vater umgebracht hat. Ja, noch eine Minute, das werden wir nicht schaffen. Mal gucken, was... Achso, hier erstmal die eiserne Maske, genau. Das ist Urus eiserne Maske. Wir machen sie mal kaputt. Vielleicht erleichtert das Stress von Mame. Sie ist verschwunden. Oh, gar nicht gut. Ich wollte ihre Last ein wenig erleichtern. Dann legen wir sie mal an. Nein. Toll. Haben wir einen Schraubenschlüssel? Oh, hier haben wir was wieder nur mit... Achso, das ist nur ein Eyeball, alles klar. Mizuki, mou 30秒 mo nai wa. Hier haben wir auf jeden Fall was Sound-related, eventuell Kopfhörer. Shoma no headphone da. Die Kopfhörer von Shoma. Watashi ga tsukete mo imi ga nai. Es ist zwecklos, wenn ich sie aufsetze. Boitsu ni nanika o tsukitsukeru beki janai ka. Vielleicht sollten wir sie da drauf setzen. Hä? Was? Komeji no Jacketto da. Das Jackett von Andes Komeji? Nur weil es lustig ist, will ich einfach mal dran riechen. Ich habe dir doch schon mal erklärt, ich habe keinen Geruchssinn. Aber du kannst doch Gerüche entdecken, oder? Es riecht nach, ja, Reinigungsmittel auf Benzinbasis. Das Jackett ist wahrscheinlich in die Reinigung gekommen. Das ist vermutlich ein Geruch, an den sie sich noch erinnert. Ja, mir läuft die Zeit weg. Komeji no Jacketto da. Gucken wir nochmal in die Tasche. Hey, da ist was in der Tasche. Ein Bon aus einem Discount-Supermarkt. Cream Everest Flan, Super Sweet Heartburn Café Olé. Blood Sugar Raising, Super Chocolate Donut. Komeji mochte Süßes. Ja, aber bringt mich das jetzt irgendwie weiter? Schraubenschlüssel. Wir können ihn nirgends benutzen. Dame da, Mizuki. 時間!
Uns ist die Zeit weggelaufen. Okay. Hast du die Zeit extra so verschwendet, weil du die Untersuchung nicht fortführen wolltest? Nein, daran liegt es doch gar nicht. Retry. Wo ich noch so sagte, es wird einem ja alles so auf dem Silbertablett serviert. Nein, nein, man muss schon nachdenken. Nachdenken scheint nicht meine Stärke zu sein. Also hier haben wir noch 259 Sekunden. Ich würde das gerne nehmen. Okay, ich mache schnell Vorlauf. So, jetzt haben wir da die Lehren von Nikes. Und ich kann sie zusammensetzen. So, auch mal im Schnellvorlauf. Dann haben wir ihn hier. Da kann ich jetzt noch nicht Show-Evidenz machen. Das heißt, ich müsste noch mal mit ihm reden. Das brachte mir aber einen miesen Timing, oder? Nicht. Wo fehlt mir... Was fehlt mir denn jetzt? Oh, ich muss das Nikes-Buch noch machen, sorry. Oh. Nikes. Show Evidence. Und jetzt habe ich den 2x2er-Timing. Oh je, oh je. Warte mal, wir machen noch mal. Also gut. Ich habe den... Oh, ich bin unkonzentriert. Ich habe jetzt wieder 16 Sekunden genutzt. Ich hätte den Timing nutzen können. Ah. So, und jetzt können wir Beweis zeigen. So, und jetzt können wir mit dem Mann reden. Da können wir jetzt auch direkt Show Evidence sagen. So, was hat die Verbindung Amame Tokiko? So, jetzt können wir hier direkt zum Leichensack gehen.
遺体発見時の状況。袋の中。So, jetzt nochmal aufmerksam sein, weil da sind wir eben nicht weitergekommen. Die Eisenmaske von Terra. Ja. Ja, sie hat versucht, ihn zu befreien. Ja, Terra hat ihn erwischt, mit der Waffe bedroht. Terra hat sie erwischt, mit der Waffe bedroht. So, dann haben wir jetzt die Kopfhörer. Schraubenschlüssel, der überhaupt nichts gebracht hat. Amame war Terra. Sono jiten de wa. Stretcher no ue no notai bukuro. その中にコメジの死体があったが、リュウキが目覚めた後、アマメもそれを見て、自分が会った鉄仮面の男、彼がコメジさんを殺したのだと理解した。Okay, also müssen wir mit dem Kopfhörer was anderes machen. Ah, nee, genau, wir hatten Bon. In dem Jackett, der hat uns aber auch nicht weitergebracht. Wir haben noch den Fernseher und wir haben die Kopfhörer, da die zweite Option. Sorry. Show Evidence kostet jetzt tatsächlich direkt das Doppelte. Das Foto hinten ist weg. Ich will noch mal den Bon haben hier. Dieser Mal Zweier, der macht mich wahnsinnig. Kann ich den irgendwo günstig eintauschen? Da kriegen wir auch wieder ein Fragezeichen. Ein Fragezeichen heißt bestimmt, dass wir wieder ein Mal Zweier Timing bekommen. Okay, also gut. Ich nehme mir jetzt hier... Tasche. Dann bekommen wir diesen Bon. Aber das ist eine wichtige Information, die wir brauchen. Achso, bei diesem Freya-Dings konnten wir da noch irgendwas Sinnvolles tun? Hier war... Das war beides blöde. Was hatte ich hier für Optionen? Den QR-Code können wir noch lesen. Ich versuche das nochmal. Oh, warte, jetzt haben wir aber gerade. Nee, wir haben gerade keinen schlechten Timing bekommen. Ich muss mal eben hier Show Evidence sagen. Ich weiß nicht, ob wir das schon machen können. Überhaupt. Aber wahrscheinlich schon, sonst würde es uns hier nicht angeboten werden. So, welchen Beweis können wir von diesen Kopfhörern bekommen? Information and Sound, möglicherweise, aber das, wir hatten schon Information and Sound. Komedi mochte Süßes. Ich nehme nochmal die Soundgeschichte, weil es halt ein Kopfhörer ist. Hey, ich höre was. Seit Shoma weg ist. Ich werde mir das hier mal ausborgen. Oder den Roboter. Es tut mir leid. Ja. Shomas Roboter. Shomas Roboter. Mame hat also Shomas Roboter mitgenommen? Ich benutze ihn, um einkaufen zu gehen. Mehr nicht. Das ist so gelogen. Mm.
jetzt die Maske auf einmal zerteilt. Ausgeborgter Einradroboter. Der Mittelkreis im Stadion. Es ist äußerst wahrscheinlich, dass es der Einradroboter war, der Urus Leiche dorthin gelegt hat. Ja, aber... ohne den Slicer ist es unmöglich. Und Mame wusste nicht, dass der Slicer im Keller vom Horadori-Institut ist. Na, da wäre ich mir nicht so sicher. Da haben wir einen Dreizack. So, noch der Schraubenschlüssel, da ist der Elefant. Und jetzt diese halbe Maske. Die Eisenmaske ist in zwei Hälften gebrochen, mitten durch. Es ist die linke Hälfte, oder je nachdem, von welcher Seite man guckt. Aus Trägersicht die rechte. Ja, nennen wir sie mal die Seite mit dem fürs rechte Auge. Wir können Evidence zeigen und dann machen wir das auch. Alles andere kostet Zeit. Welchen Beweis kriegen wir von dieser zerbrochenen Maske? Das Right Side Secret. Das ist doch die Statue vom Horadori-Institut. Auf den ersten Blick wirkt hier nichts merkwürdig, aber irgendwas muss doch hier sein. Ja, wir sollten diesen Raum mal genau untersuchen. Ich dachte, ich hätte was gehört. Ja, du bildest dir das nur ein. Kurz nach Mitternacht, am 13. Februar, gab es die Unterhaltung im Keller des Horadori-Instituts. Also haben wir da Mame gehört? Oh ja, das wird eine Überraschung. Wäre sie nicht dort gewesen, hätten wir jetzt gerade nicht die Unterhaltung gehört. Amame wusste, wie man in den Keller kommt. Wahrscheinlich wollte sie auch an dem Tag genau dorthin. Aber dann hörte sie eure Stimmen und hat sich versteckt. Warum? Dort lag doch Tokikos linke Hälfte, oder? Beschuldigst du mich? Wir haben den Beweis. Ich glaube, du hast eine Ahnung davon, was Amame getan hat. Mizuki. Oi, Mizuki! Ja. Mizuki, omae wa Abyss no sousakan da. Shinjitsu kara me o somukeru na. Mizuki, du bist eine Ermittlerin beim Abyss. Du musst dich der Wahrheit stellen. Wakatteru.
Ja, ich weiß. Ich mach's richtig. Oh. Was sind die Beweise, die zeigten, was Arma mir gemacht hat? Oder, ja. Sie hat sich den Einradroboter ausgeborgt, um die Leiche ins Stadion zu bringen. Sie war im Keller des, oder sie kannte den Keller des Horadori-Instituts. Sie wurde von Tokiko bedroht. Sie ist Terror begegnet. Und Komödie mochte Süßigkeiten. Nein, dann bleibt ja nur das hier. Amame, omae wa mazu Komeji no fukushuu mokuteki de Uru wo te ni kaketan da na. Amame, du hast Uru getötet, um dich an deinem um dich für den Tod deines Vaters zu rächen. Daga sono genba wo Shigure ni mirarete odo sare. Ach so, Tokiko hat das mitbekommen. Tokiko hat gesehen, dass du Uru getötet hast und hat dich erpresst. Dann hast du sie getötet, um sie ruhig zu stellen. Dann hast du Tokikos rechte Hälfte im Präsidentenbüro gelassen und die linke Hälfte blieb im oder im Repräsentantenbüro abgelegt und dann die linke Hälfte blieb aber noch im Keller des Horadori-Instituts. Du bist nicht so klug, so viele Fehler. Ich muss das irgendwie tragen. Mame-chan. Mame-chan, どうしたの?違うよね。Wir liegen falsch, was? 殺したなんて。そんなことするわけないよね。Du hast niemanden getötet, oder? ねえ。お願いだから。Bitte sag mir, dass du es nicht getan hast. Halt die Klappe. うるさい、うるさい、うるさい!豆ちゃん。Ich glaube, diese traumatischen Erlebnisse, die Amame hatte, haben einfach ihren Geisteszustand zerrüttet. Was hättest du denn getan? Kannst du mir aufrichtig sagen, dass du nicht genau das Gleiche getan hättest? Wirklich? Triffst du immer die richtige Entscheidung? Du verstehst einfach überhaupt nichts. Jetzt rede doch nicht so mit mir, als ob du mich verstehen würdest. Mame-chan. Endake-ka. Das ist das Haus der Enders. すまんな。父ちゃんたち離婚することになって。Es tut mir leid. Wir lassen uns scheiden. 私たちはどうしたらいいの? Und was wird denn aus uns? お前たちには申し訳ないんやけど、どっちについていくか選んでくれへんか?
Ich frage das nur äußerst ungern, aber ihr müsst euch entscheiden, wer bei wem bleiben will. Was soll ich jetzt sofort entscheiden? Es tut mir leid, das ist alles die Schuld deines Vaters. Ich habe kein Geld verdient. Ich habe deiner Mutter nur Ärger bereitet. Es tut mir wirklich leid. Oh. Was ist schlimmer, es zu verlieren, Vater oder Mutter? Deshalb die Frage in dem Quiz. Wo ist es schlimmer, ihn zu verlieren, Vater oder Mutter? Ich schätze, sie stellt dir gerade die Frage, die sie auch für sich beantworten musste. Ich weiß die Frage nicht mehr so genau. Ja. Ich beschloss, mit meiner Mutter zu gehen. Aber wenn ich meinen Vater gewählt hätte, oh, dann wäre das alles vielleicht nicht passiert, meint sie. Ich bleib bei dir, Papa. Du brauchst meine Hilfe, ich muss mich um dich kümmern. Danke, Amami. Ich bin so froh, das zu hören. Wenn ich also meinen Vater gewählt hätte, dann frage ich mich, wie anders meine Zukunft wohl geworden wäre. Ich bleib bei meiner Mutter. Mutter arbeitet sehr hart, sie braucht meine Hilfe. Ja, das stimmt denn wohl, was? Du musst dich um deine Mutter kümmern. Ich liebe deine Comedy, Papa. Ich bin immer an deiner Seite. Ja, danke. Dein Papa versucht sein Bestes. Wart's nur ab. Sie fühlt sich also schuldig wegen ihrer Entscheidung. Dabei hat sie überhaupt nichts falsch gemacht. Ja, ich kann aber gut verstehen, dass das an ihr nagt. Ich bin ja, habe ich ja schon öfter mal gesagt, kein Freund davon, immer drüber zu grübeln, was wäre gewesen, wenn man was anderes gemacht hätte, wäre denn das Leben anders verlaufen und so weiter. Aber bei so einem gravierenden Fall, wo es tatsächlich Todesfälle gibt und so, da kann ich es total nachvollziehen, dass jemand sagt, Mensch, hätte ich mich doch anders entschieden, dann wäre das alles vielleicht ganz anders gelaufen. Trotzdem bringen solche Gedanken einen natürlich nicht voran, sondern ja, stürzen einen höchstens selber auch noch ins Unglück. Du hast einen Preis im Wettbewerb gewonnen? Das ist ja fantastisch, Shoma.
Es war doch schon immer dein Traum, einen Roboter zu bauen. Gute Arbeit. Ja, danke. Es wird eine schöne Erinnerung sein. Das ist vielleicht mein letztes Mal. Hä, wieso dein letztes Mal? Ich habe so viel Geld dafür verbraucht, diesen Roboter zu bauen. Mein Vater wollte ein neues Outfit für die Arbeit, aber das hat er jetzt erstmal sein lassen. Da kann ich ihn jetzt nicht mehr um Zeug für meine Roboter bitten. Verstehe. Wenn ich nach der Schule arbeite und auch noch am Wochenende, dann bringe ich es vielleicht auf 100.000 Yen pro Monat. Also 700 Euro. Mit diesem Geld kann ich Roboterteile kaufen und auch ein neues Outfit für Papa. Du bist wegen der Annonce hier, oder du willst hier in der Nachtschicht arbeiten? Ja, ich möchte viel Geld verdienen. Und wie alt bist du? Wenn du noch zur Highschool gehst, darfst du nicht so spät arbeiten. Ehrlich sein und arm bleiben oder lügen und Geld verdienen. Was wäre denn deine Wahl? Das kommt halt drauf an. Ich kann das aber nachvollziehen, dass sie in diesem Fall lügen würde. In genau der gleichen Situation, in der Amame war, hätte ich wahrscheinlich dann auch gelogen. Noch eine Frage. Ich habe gelogen, um arbeiten zu können. Aber wenn ich das nicht getan hätte... Ich verstehe, okay. Bei all den anderen Jobs hat man viel zu wenig verdient. Aber ich habe jetzt mehr Freizeit, deshalb komme ich nach Hause und esse mit euch zu Abend. Und wenn wir zu Hause kochen, spart das doch Geld, oder? Hey, das musst du nicht tun. Aber ich glaube, Papa wäre wirklich glücklicher, dich zu sehen, als das Geld. Oh, naja, Amame. Oh, Amame, ich wusste gar nicht, dass du hier bist. Willkommen zu Hause, Papa. Wenn ich meinen Vater öfter gesehen hätte, dann wären mir bestimmt seine Probleme aufgefallen. Kein Problem, ich bin bereits 20. Oh, dafür siehst du aber noch jung aus. Nun, umso beliebter du bist, umso mehr wirst du auch bezahlt. Also viel Glück. Okay, danke schön. Sie wollte unbedingt arbeiten.
selbst wenn sie deswegen bezüglich ihres Alters lügen musste. Nein, sie musste arbeiten. Ihr lag wirklich sehr viel an ihrer Familie. Oh, Amame, tut mir leid, dass ich so spät noch anrufe. Kein Problem, ich bin gerade fertig mit der Arbeit. Geht es dir gut? Was? Naja, ich habe diese Show auf meinem Handy geguckt. Face to face. Das wurde ziemlich verrückt da. Ach, die Geschichte, ja, ja, es geht mir gut. Ich habe eine Leichenhälfte gesehen, aber... Du wirkst so aufgewühlt. Soll ich besser mal vorbeikommen? Du willst doch bestimmt, dass ich bei dir bin. Deswegen hast du doch angerufen, oder? Nein, nein, nicht deswegen. Bist du sicher, dass es dir gut geht? Ja, mach dir keine Sorgen um mich. Pass du gut auf dich auf. Es kann gefährlich sein nachts da draußen. Ich werde Papa besuchen. Ich muss ihn unterstützen. Mame, was soll ich nur machen? Ich habe Angst. Ach ja, Iris. Du warst ja auch da in der Show, oder? Oh, jetzt ist natürlich auch wieder die Entscheidung. Geht sie zu ihrem verstörten Vater oder geht sie zur verstörten Iris? Und auch da kann ich Amamis Entscheidung vollkommen nachvollziehen. Man geht doch davon aus, dass der erwachsene Vater so eine Situation besser verarbeiten kann als die noch sehr junge Freundin. Ja, ich habe die Leiche gesehen. Können wir also uns jetzt noch treffen? Jetzt? Bitte, ich möchte, dass du herkommst. Was würdest du tun, wenn deine beste Freundin und gleichzeitig deine Familie dich darum bitten würden, zur gleichen Zeit zu helfen und du nur eine Wahl treffen kannst? Also generell kann man diese Frage natürlich nicht beantworten. So allgemein kann man es nicht beantworten. Wenn jetzt die Familie Hilfe braucht oder der Freund braucht Hilfe, dann kommt es immer auf die Situation an. Aber für diese spezielle Situation muss man sich, denke ich, um den besten Freund, die beste Freundin kümmern. Ich wählte meinen besten Freund. Aber wenn ich stattdessen meinen Vater gewählt hätte. Oh, übrigens, bei diesen Auswahlen hätte ich da besser immer nach rechts drücken sollen. Aus ermittlungstaktischen Gründen. Wir werden es gleich erfahren. Iris, es tut mir echt leid, aber...
Ich muss jetzt sofort zu jemandem. Sono hito mo ima tasuke o motometete. Watashi ga sasaete agenakia ikenakute. Dakara. Er braucht meine Hilfe. Ich muss für ihn da sein. Sokka. Daijoubu. Wakatta yo. Okay, ich komme zurecht. Ich verstehe schon. Tut mir leid, dass ich so plötzlich eine seltsame Bitte geäußert habe. Ich kann aber dranbleiben am Telefon, ich höre zu. Danke, Mame. Wenn ich zu meinem Vater gegangen wäre, hätte er vielleicht nicht sterben müssen. Okay, ich bin sofort da, Iris. Iris-chan, ima doko? Wo bist du denn? Arigato, Mame-chan. Danke, Mame. Amame bereut das auch. Mame-chan. Kyōten da. Das Buch. Kanna mono. Ich will das nicht lesen. Diese Welt ist lediglich eine Simulation. Du hättest durch diese Wahrheit gerettet werden können, aber... Na gut. Ich erzähle jetzt nochmal, was ich dir im Keller bereits sagte. Ich habe alles gesehen, was du getan hast. Wenn du nicht möchtest, dass ich das enthülle, was ich weiß, dann tu genau das, was ich sage. Was soll ich denn für dich tun? In der Nacht des 12. Februar werde ich mir mit dem Slicer mein eigenes Leben nehmen. Sonna. Gibt's doch gar nicht. Tokiko hat sich selbst getötet? Sonogo anata wa watashi no migi hanshin o kono shusaishitsu e to hakonde kudasai. Ich möchte, dass du danach meine rechte Hälfte hier ins Präsidentenbüro bringst. Lege die Leichenhälfte auf den Schreibtisch. Benutze den verborgenen Fahrstuhl, um herzukommen. Ich werde dir später erklären, wie du ihn benutzen kannst. Ich erzähle dir vom Master Key und vom Zugriffscode. Warum ich... Das war noch nicht alles. Du musst noch mehr für mich tun. Du weißt, was geschieht, wenn du ablehnst, oder? Oh. Auch eine Quizfrage aus dem Somnium von vorhin, oder also von vorhin, jetzt spieltechnisch gesehen,
Ich weiß gar nicht, in welcher Folge das hier im Let's Play war. Was würdest du denn wählen? Dass dein größtes Geheimnis ausgeplaudert wird oder dass du Teil hast an einem gefährlichen Plan? Auch hier an dieser Stelle würde ich das... Sie muss ja niemanden umbringen. Sie muss ja nur die Leichenhälfte transportieren. Und da kann ich durchaus verstehen, dass sie dem lieber zustimmt. Ich musste gehorchen. Und diesmal war meine Antwort ja auch rechts. Eben war meine Antwort links. Und das waren beides Mal, habe ich ja die Antwort gewählt, was Amame auch sowieso gemacht hat. Das heißt, es wäre nicht richtig gewesen, immer rechts oder immer links zu wählen bei diesen Entscheidungen. Ich musste gehorchen. Ich musste tun, was sie sagte. Ich begreife. Ich kann davor nicht weglaufen. Ich muss es tun. Zeit. Eben hat er 32 Sekunden gekostet. Das ist es. Somezuki Uru. Diese Welt ist alles andere als perfekt. Ich musste sehr viel erleiden. Aber letztendlich ist es doch nur eine Simulation. Solange ich das Moksha erreichen kann, wird alles gut werden. Nike's no kyogi wa zettai da yo. Die Lehren des Nikes sind absolut, genau wie die Prophezeiung. Darf ich dich noch eine letzte Sache fragen? Nandai? Ja. Bist du wirklich Terra? So, dagedo. Ja, das bin ich. Ja und? Erinnerst du dich daran, was am 13. Februar vor 6 Jahren geschah? Natürlich, das werde ich niemals vergessen. Das war der schicksalhafte Tag, an dem ich dir begegnet bin. Du warst ein Zeuge der Geschichte. Du bist würdig, unsere Ideale zu kennen. Und deshalb habe ich dich hierher eingeladen. Aber genug über die Vergangenheit. Reden wir über die Zukunft. Schon bald wird ein ViewCube-Video öffentlich werden. Namens Nirvana X. Das werden sich viele Menschen ansehen. Diejenigen, die es sehen, werden sich an einem vorbestimmten Ort versammeln. Warum? Der erste Schritt für die Menschheit, das Moksha zu erreichen. Ich möchte diese Erregung mit so vielen Menschen wie möglich teilen. An diesem wichtigen Ort. Die
Die Nahtstelle zwischen Warp und Weft. So ist Nirvana. Hier wird die Nirvana-Initiative zur Realität. Ich weiß, was er getan hat. Ich habe gesehen, was er getan hat. Er kam ins Studio mit einer Leiche auf einer Bahre. Das ist doch überwältigend, findest du nicht auch? Warum? Warum hast du gerade darüber gelacht? Die Tochter des Mannes, den du getötet hast, steht direkt neben dir. Er hat meinen Vater umgebracht. Alles wegen seiner dämlichen Lehren und Prophezeiungen. Und damit hat er auch Shomas Leben ruiniert und meins. Es ist alles seine Schuld, alles zusammen. Ja, wenn jemand Wichtiges verletzt wird, soll sich die Person dann entschuldigen oder willst du Rache nehmen? Ja, da hatte ich mich ja fürs Entschuldigen entschieden, aber in diesem speziellen Fall, also im Quiz hatte ich Entschuldigen gesagt, aber in diesem speziellen Fall, wo ja natürlich ein Mensch umgebracht wurde, ist Strafe unvermeidlich. Natürlich nicht in Form von Rache, aber wir haben ja keine dritte Option. Wenn ich jetzt nur sage zwischen Entschuldigung oder Rache, dann würde ich in diesem Zusammenhang auch eher sagen Rache. In Realität natürlich nicht. Aber nur eine bloße Entschuldigung tut es hier nicht. Ich werde es nicht wieder tun, wird nie mehr die Väter von anderen Menschen töten. Ja. Das wollen sie jetzt aber nicht zeigen, oder? Du sollst denselben Schmerz erleiden. Okay, wir zeigen zum Glück nicht. どんな理由であれ、 甘めのしたことは犯罪だ。 擁護するわけにはいかない。 わかってるよ。 でもこんなのってない。 事件に巻き込まれなければこんなことにはならなかったのに。 もし母親ではなくコメジを選んでいれば、 もっと頻繁に顔を合わせていれば、 コメジが死ぬことはなかったかもしれない。 あの日 再会しなければ、ついて行ったりしなければ、ウルーを殺すことにはならなかったかもしれない。そうなっていればシグレに利用されることもなかっただろう。だがな、この世界にもしもなんてないんだ。いくら考え思い悩んでも、一度選んでしまった道を引き返すことはできない。 それがこの世の断りだ。私はこの道を選んだ。選ぶしかなかった。罪の意識がないわけがない。怖くないわけがない。でもやったの。私は
ja, wenn Mame andere Entscheidungen getroffen hätte, eine andere Entscheidung hätte ja schon gereicht, dann wäre es vielleicht nicht so weit gekommen. Aber sie hat nun mal die Entscheidung getroffen, die sie getroffen hat. Sie kann daran nichts mehr ändern. Und auch wenn es unfair scheint, muss sie halt mit den Konsequenzen leben. Es hilft halt nichts. Das Leben ist manchmal schrecklich und grausam. Und man kann das Rad der Zeit nicht zurückdrehen. マメちゃん、大体のことは分かったよ。マメ、ich glaube, ich verstehe。てやら、ソメズキウルウを殺したのは、ウルウソメズキ、also Terror, wurde getötet durch。マメちゃんだったんだね。dich。シグレの方は誰かに殺されたわけじゃなくて。Und Tokiko wurde nicht ermordet. Sie hat sich selbst auf den Slicer gelegt und sich das Leben genommen. Aber ein paar Sachen sind mir noch nicht ganz klar. Möchtest du mit uns sprechen? Das machen wir dann aber natürlich erst in der nächsten Folge. Immerhin habe ich das Somnium nicht gekürzt, sondern an einem Stück gelassen. Ich denke, das war sinnvoll. Aber das Gespräch jetzt hier noch ranzuführen, müssen wir einfach nur mal eine Nacht drüber schlafen oder zwei. Also, bis demnächst. Macht's gut.